Hallo an alle, herzlich willkommen zu einem neuen Video und eigentlich wäre ja heute das große Finale der Nagelwoche angekündigt mit der Verlosungsauflösung. Ich habe ja aber auch bewusst das gestern nicht schon zusammengeschnitten, sondern bis heute gewartet, einfach weil ich ja bis 24 Uhr gesagt habe, dass man da noch Nail Arts einschicken kann. Vielen Dank dafür nochmal für alle, die mitgemacht haben. Problem ist nur, ich habe einen neuen Laptop. Ich habe da noch kein Videoschnittprogramm installiert. Ich habe da noch kein QuickTime und was weiß ich installiert. Und meine Videos brauchen QuickTime, damit sie abgespielt werden können. Wegen dem Codec. Und was weiß ich, ich habe noch keine lizenzfreie Musik, weil ich mich in letzter Zeit auch mit lizenzfreier Musik beschäftigt habe. Und da ja auch nicht Probleme bekommen möchte mit YouTube. Und deswegen, also ich habe das jetzt schon alles so bereit gemacht oder bin jetzt gerade dabei, ist installiert im Hintergrund, aber ich muss dann auch weg und zum Schneiden komme ich heute nicht mehr. Ich habe jetzt meinen Laptop eingerichtet, aber zum Schneiden komme ich nicht mehr. Aber ich schaffe es noch, euch ein schönes, ungeschnittenes Video zu drehen und das jetzt hochzuladen, während ich dann unterwegs bin. Deswegen ist das jetzt mein Entschädigungsvideo dafür, jetzt, dass jetzt gerade nicht die Nagelwochenauflösung kommt, aber das dürfte dann morgen oder spätestens Dienstag da sein, beziehungsweise bis jetzt heute Abend noch ran, dann lädt es über Nacht hoch und dann ist es halt morgen soweit. Jetzt kommen wir zum Video, wo ich mir dachte, dass ich das gerne mal machen möchte und vielleicht ist auch die meisten interessiert, und zwar geht es um meine depotteten Paletten, ja. Und für alle die wissen wollen, wie Depotting geht, ich habe zwar schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es auch unten in der Infobox, da könnt ihr euch das auch nochmal ausführlich angucken, aber ich habe mir überlegt, ich werde jetzt erst meine Paletten zeigen, da können sich dann alle die Paletten anschauen, die ich so selber gestaltet habe. Und dann im Anschluss, ich werde schon mal das Glätteisen anmachen. Ich glaube, es war schon an, aber es ist nicht angesteckt. Werde ich nochmal die Potten. Ein Lidschatten, einfach nur noch, um das nochmal zu zeigen. Die es schon gesehen haben, können ja dann abschalten, wenn es soweit ist, dass die sich nur die Paletten angucken und alle anderen können das Video bis zu Ende schauen und sehen dann nochmal, wie die Potting geht. Ich dachte, das ist ein ganz netter Kompromiss und ich hoffe, das interessiert euch auch nochmal, weil ich auch meine Paletten ein bisschen umgestellt habe, beziehungsweise auch ein bisschen was dazu bekommen ist. Okay, fangen wir mal an mit den Paletten. Ich glaube, die ihr am meisten kennt und die ihr in fast jedem Video seht, das ist meine neutrale Alltagspalette, die ich ja wirklich, wirklich sehr, sehr liebe. Und das war meine erste depottete Palette und da habe ich auch echt viel umgestellt. Und hier unten seht ihr nur Catrice Lidschatten. Ich kann euch ja ein bisschen sagen, das ist Oops, You Did It Again, das ist Teddy Brown. Was? Nee, Teddy Brown? Nee. Nee, oh, jetzt Toffee vor, wie komme ich auf Teddy Brown? Keine Ahnung. Mr. Copperfield, das ist Go Charlie Brown, My First Copperware Party, Walk Like an Egyptian, Golden Evergreen, Common Chameleon und Starlight Espresso. Ja, das sind so meine liebsten neutralen Catrice Lidschatten, die es auch alle noch gibt. Ich depotte nämlich generell eigentlich nur Lidschatten, die noch erhältlich sind, damit ich im Fall, dass sie kaputt gehen, was ihr halt bei den beiden noch seht. Das ist Hit a Pan, den habe ich wirklich leer gemacht, aber die beiden sind halt rausgebrochen beim Depotten. Das kann halt leider immer passieren. Falls das passiert, dass ich zur Not auch noch nachkaufen kann, also falls es ein kompletter Ausfall ist. Und ich depotte eigentlich auch keine LE-Lidschatten, erstens auch aus diesem Grund und zweitens auch, weil ich die gerne in der Verpackung belasse, weil das ja meistens so ein Gesamtkonzept ist, weil die Verpackungen ja auch schön sind. So, hier drüben haben wir diese Lidschatten hier sind, also der und der sind aus Quattros von Alverde. Das sind nicht alle, also ich glaube, der hier ist aus einem anderen Quattro als die anderen beiden. Die beiden sind aus dem Chocolate Quattro, beziehungsweise der ist original aus dem Chocolate Quattro. Der ist aus dem Taupe Quattro, was es schon lange nicht mehr gibt. Die gibt es ja alle nicht mehr, die Quattros. Also die sind ja jetzt neu aufgelegt in der länglichen Form. Die rund waren die noch, als es die noch in dieser großen Form gab. Das ist ein selbstgepresster aus den Überresten, aus den anderen Beisen aus dem Chocolate Quattro, weil die mir zerbröselt waren. Und der helle aus dem Chocolate Quattro, den habe ich in meiner Cosmetic Cosmo Palette, seht ihr dann auch gleich. Und das hier ist der Warm Vanilla aus dem Standardsortiment. Und da seht ihr, da ist eine gute Kuhle drin, den benutze ich auch wirklich einfach täglich zum Verblenden. Ja, dann haben wir noch drei aus der Spring Please LE von P2, die benutze ich aber wirklich selten, obwohl das hier ein schöner Highlighter-Ton ist, also so Inner Corner Highlight, geht damit eigentlich ganz gut. Hier sind noch zwei aus einem, ich glaube, Rival de Loop Augenbrauen-Set, was mir aber farblich nicht gepasst hat. Und noch einer von L'Oreal, den ich aber auch kaum benutze, weil der ein bisschen ja nicht so toll ist. Also ich bewege mich eigentlich die meiste Zeit hier unten und den Warm Vanilla benutze ich auch täglich.
Das ist meine liebste Palette und ich liebe sie und ich benutze sie wirklich täglich. Und sie steht auch oben auf dem Schrank, weil ich sie, wie gesagt, jeden Tag gebrauche. Dann haben wir, zeige ich mal noch die Cosmetic Cosmo Palette. Das ist eigentlich so ein bisschen Schmu, weil die habe ich nicht selber depottet. Da habe ich mir auf einen kleinen Spiegel reingeklebt. So, ja, halt einfach so. Und die nochmal zu den Paletten. Die Paletten gibt es für 1,25 oder so ab und zu mal im DM. Das sind eigentlich Slip-Einlagen-Packungen, also dass ihr Slip-Einlagen oder Binden mitnehmen könnt. Und ich zweckentfremde die immer und befestige die Lidschatten mit solcher, Klebeknete. Also das ist eine Uhu Patafix oder sowas, kennt ihr bestimmt alle. Gibt es sogar auch im DM, also da müsst ihr nicht mal in einen extra Laden reingehen. Und dann nehme ich immer ein Stückchen, klebe das an und befestige die und das funktioniert echt ziemlich gut. Und ich werde euch jetzt nicht alle beim Namen nennen. Das hier ist der einzige Falt von Alverde aus dem Quattro, was ich euch gerade erzählt habe. Ich mag das halt, wenn ich in jeder Palette so einen schönen Ton zu verblenden habe. Den Creme, der geht da zwar eigentlich auch für, aber der hat halt so einen ganz leichten Anteil von Schimmer. Beziehungsweise ist der mir auch ein bisschen zu dunkel. Ihr seht schon, dass der eigentlich noch ein bisschen heller ist. Deswegen habe ich den noch reingemacht. Und das sind halt alle von Cosmetic Cosmo Lidschatten, die ich bei der 99 Cent Refill Aktion mir geholt habe und dann alle in die Palette gepackt. Dann habe ich sie alle beieinander und ich benutze sie viel, viel, viel zu wenig. Ich sollte sie öfter benutzen, aber es ist halt auch schwer, gegen meine andere selbst depottete Palette anzukommen. So, dann eine, die ihr eigentlich auch kennen müsstet, das ist meine Knallfarbenpalette. Die hatte ich als zweites depottet, die benutze ich aber selten, weil halt wegen, wie gesagt, Knallfarben. Ja, aber da sind halt so ein paar knallige Farben, die es mittlerweile fast auch schon nicht mehr gibt aus dem Catrice Standards Element. Schon krass, was sich da so in einem halben Jahr alles tut. Und ihr seht, hier sind zwei Lücken, weil ich da ein bisschen was umgeordnet habe. Und da möchte ich den Blackwood Forest, also nee, das ist der Hip Hop on a Treetop, wo ich jetzt aber auch unsicher bin, ob ich den noch depotten möchte, weil es den ja jetzt auch nicht mehr gibt. Aber ich denke, ich werde es noch machen. Und den Blackwood Forest von Catrice möchte ich da auch noch rein depotten. Ja, weil ich glaube, da passen die beiden ganz gut rein, so die Grüntöne. Ja, und dann ist das meine Knallfarbenpalette und also die zwei hier oben sind noch von Essence, aber ja, also die Palette kommt sehr, sehr selten zum Einsatz, einfach weil diese knalligen Farben, da traue ich mich halt nicht so ran. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das Licht dann bald weg ist. So, und dann haben wir jetzt eine Blush-Palette, die ich mir jetzt zusammengestellt habe, aus einer großen, also die waren teilweise erst in dieser, aber diese Plastikdinger gehen echt überhaupt nicht. Also die schließen nicht mehr richtig, die sind unförmig, die kann man nicht schön einschlichten, mag ich gar nicht. Hab die jetzt hier in so eine kleine Palette umgefüllt. Das sind zwei M&Y Plushes, das ist glaube ich die 301, das ist dieser sehr gehypte NARS Orgasm Dupe Blush und hier so ein goldener, den man entweder als Highlighter nehmen kann oder halt über andere Lidschatten, also über matte Lidschatten drüber geben kann, damit die halt so ein bisschen schön werden. Also ich kann euch ja mal diesen 301 swatchen, der ist auch wirklich richtig, richtig schön. Auch so ein ganz schöner, dezenter Schimmer. Dann ist das hier dieses Chica Guapa aus der Viva Argentina LE von P2. Das ist so ein bisschen orangelich. Und das hier ist mein allererstes Blush, mein allererstes. Das ist sogar noch erhältlich. Und das ist von P2, das Charming Orange. Und das mag ich auch sehr. Und das steht mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe es halt jetzt selten benutzt, weil es in dieser unsäglichen Plastepalette war. Und deswegen habe ich die jetzt auch umgeformt, weil ich finde das so viel handlicher in dieser kleinen. Und ich glaube, da greife ich viel eher mal wieder zu, als in diesem Plasteding, was mich immer nur aufgeregt hat. Und hier habe ich noch die Potte, den Bronzer aus der P2 WhatsApp Beach LE. In Hazelnut. Und die habe ich so ein bisschen übereinander geklebt. Ich meine, wenn es dann soweit wäre, dass der jetzt hier komplett alle wäre und nur noch hier unten die Ecke mit Puder voll ist, na dann könnte ich das ja mal umkleben. Aber mal schauen, ob es denn soweit überhaupt mal kommt. Aber die habe ich jetzt also wirklich erst vor 2-3 Tagen zusammengestellt. Also die Potted sind die schon länger, aber halt waren in einer anderen Palette. Und ja, in der waren halt die beiden M&Y Plushes drin und noch zwei Lidschatten. Und die habe ich aber auch umgesteckt. Zeige ich euch gleich. So, und dann kommen wir zur letzten, zu meiner neuesten Kreation. Das ist halt auch so eine Dose von DM. Seht ihr auch noch, ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, hier hinten den Aufkleber abzuziehen, sondern habe dann einfach das da drüber geklebt. Das ist halt auch eine Slip-Einlagenverpackung und das ist auch eine recht schöne neutrale Palette. Oh nein, oh mein Gott, es kam ein Opfer! Ah, okay. Ja, ich habe den gerade umgesteckt. Das ist, ich glaube, Warm Beige oder so aus der... Oh Gott, okay. Ja, das kann aber immer passieren bei Depotten, dem solltet ihr euch bewusst sein. Das sind zwei Werde-Lidschatten aus, der Nude & Flash. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier nochmal irgendwie hinkriege, dass da nicht noch mehr rausbröselt.
Okay. Kann halt immer passieren, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, mir ist die Ordnung lieber als das. Also es ist halt einfach ordentlicher und geordneter und ich habe so viele Lidschatten. Wenn es und die, die mir heilig sind und die meine absoluten Schätze sind, die werden halt nicht depottet, damit das überhaupt nicht passieren kann. Ja. Hier habe ich noch das Quattro aus der Rival de Loupe LE, jetzt die Weihnachts LE, die Sparkling Nights. Und hier zwei von Essence, die ich jetzt im Ausverkauf hatte, dann den Party All Night. Von Essence, den hatte ich auch mal im Ausverkauf bekommen, der war ist auch ein Essence-Lidschatten, 3 M&Y-Lidschatten, die ich immer mal so hatte und noch einen alten, also so alt ist der gar nicht, aber von Alverde, der ist aber auch schon aussortiert. Der ist aber eigentlich auch recht schön, der sieht aber auch schon recht misshandelt aus. Ja, aber das ist meine sozusagen neue, neutrale Palette und hier will ich jetzt mal noch einen Catrice-Lidschatten reinmachen. Oh Gott, mich ärgert das gerade so mit dem Alverde-Lidschatten, aber... Das ist das Risiko, was man halt eingeht. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ja. Deswegen zeige ich jetzt mal, wie man die pottet und mache es hoffentlich richtig. Es gibt halt Lidschatten, die lassen sich gut die potten und es gibt Lidschatten, die lassen sich überhaupt nicht gut die potten. Ich finde, Catrice Lidschatten lassen sich recht gut die potten. Mir ist aber auch aufgefallen, das hängt auch ein bisschen von der Konsistenz des Lidschattens ab. Matte Lidschatten lassen sich schlechter die potten, einfach weil ich glaube, dass da die Bindung schlechter ist oder die Pressung zu dem Pfännchen, dass sich das schlechter mit dem Pfännchen verbindet und deswegen, sobald ihr dann versucht, das Pfännchen abzuheben und sich das vielleicht minimal verbiegt, ihr dann halt auch den Lidschatten rausbröseln lasst. Das ist halt ärgerlich, aber deswegen bei Matten, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein oder halt gleich ganz die Finger davon lassen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mit den Lidschattenbrocken tun soll. Vielleicht presse ich mir die auch nochmal neu. Ja, gut, Heizeisen, Glätteisen ist schon bereit und wundert euch nicht, dass ihr so zum Fleisch zu meine Katze die Küchenrolle in die Finger bekommt. So, und jetzt machen wir eigentlich nichts anderes als, dass wir die Lidschatten, ich würde euch empfehlen, dass er zu ist, weil wenn ihr den offen macht, dann kippt der so leicht runter, so schnell runter. Ich lasse ihn zu, das ist jetzt übrigens der Dorian's Grey aus dem Catrice Standard Sediment. Und den legt ihr jetzt auf euer Glätteisen und da sollte halt, es stellt so heiß, wie es nur geht und macht so ein Papier drunter, damit euch das nicht schmilzt oder falls was schmilzt, euer Glätteisen nicht total im Eimer ist. Und ich zeige euch mal noch kurz einen anderen Lidschatten. Was nämlich auch wichtig ist beim Depotten, ist die Spaltmasse, sagen wir es mal so. Diesen hier, den hatte ich von Esprit damals, als es Esprit noch bei DM gab. Und ihr seht schon, also den habe ich eigentlich auch schon ganz gut benutzt gehabt damals, aber ja, irgendwie ist der mit so Teddybraun und der ist mit so goldgelblich, naja. Und das Problem bei dem, warum man den nicht depotten kann, ist einfach die Spaltmasse, die nicht vorhandene Spaltmasse. Ich würde hier mit meinem Messer, mit meinem spitzen Messer, nicht hier reinkommen. Ich komme da nicht rein. Ich kann diesen Lidschatten also überhaupt nicht raushebeln. Man könnte insofern Glück haben, dass der Kleber so schlecht ist, dass der, wenn er geschmolzen ist, der Lidschatten von alleine rausfällt. Aber darauf will ich es nicht unbedingt ankommen lassen. Weil Esprit war jetzt auch nicht gerade die günstigste Marke. Ja, deswegen ist der jetzt nicht depottet. Obwohl ich glaube, wenn er depottet wäre und in einer Palette von mir, könnte es sein, dass ich ihn öfter benutzen würde. Ja, wer weiß. So, den Lidschatten, es ist schwierig zu sagen, wie lange. Also das ist jetzt schon richtig heiß, da muss ich schon gucken, dass ich, wie ich da drauf fasse. Aber ich würde fast sagen, lieber zu viel als zu wenig. Wir können zwischendurch auch schon einfach mal den Aufkleber ablösen. Einfach da mit eurem Messer drunter fahren. Ablösen, ihr müsst es nicht machen. Die alten haben zum Beispiel noch ein Loch und da könnt ihr einfach durchstechen und das dann durchdrücken. Die neuen haben das nicht mehr, da müssen wir den auch raushebeln. So, und den Aufkleber nehme ich jetzt einfach und klebe den hier hinten auf die Palette. So, da wo es hin soll. Ich glaube, es soll gerade eben nicht dahin, es soll hier hin. Naja, ich weiß ja was. ja, ein bisschen, aber ich, naja, ich, ja. Okay, ich weiß ja, welcher Lidschatten drin ist. So. Jetzt warten wir mal noch ganz kurz. Wenn ihr den zu lange drauf lasst, dann passiert euch sowas. Jetzt wollte ich gerade ein Beispiel zeigen und jetzt finde ich es aber gerade nicht. Doch hier oben ist zum Beispiel eins. Und zwar ist das aus dem Mission Summer Look ein Lidschatten gewesen. Und ja, wie ihr sehen könnt, war das kein geglückter Depotting-Unfall oder kein geglücktes Depotting. Der war dann auch komplett zerbrochen und ich musste den neu pressen.
Und das ist halt geschmolzen. Ja, also das ist, wird dann so deformiert und deswegen ist es schwierig, den richtigen Zeitpunkt, aber ich würde mal sagen, so zwischen einer Minute und zwei Minuten, länger als zwei Minuten würde ich es, glaube ich, nicht drauf lassen. So, ich denke mal, jetzt müsst ihr vorsichtig sein, es ist wirklich heiß, wirklich, wirklich. Wenn ihr einen Hitzeschutzhandschuh habt von eurem Glockenstab, benutzt den, zieht den ruhig an, das ist keine Schande. Und jetzt schauen wir, wo ist jetzt hier schöne Spaltmasse, und ich finde bei den Catrice immer die Ecken ganz gut. Da kommt man eigentlich ziemlich gut rein. So, und jetzt versuchen wir das ganz vorsichtig rauszuhebeln. Es ist halt, eigentlich sind die Ecken nicht so gut, weil ihr da eher die Chance habt, es zu verformen. Eigentlich ist die Seite immer ganz gut. Huch, seht ihr? Also auch mit dem Messer zu hantieren, das ist schon ein bisschen immer das Ding. Ah, jetzt. Okay, und jetzt können wir den rausheben. So, und da der Leim jetzt hier noch ziemlich heiß ist, also zum Beispiel bei dieser Palette ist es so, ich habe nur den, den und den mit Patafix befestigt. Alle anderen sind befestigt durch den Leim, der geschmolzen halt verformbar ist. Und dann, wenn er wieder getrocknet ist, halt gut hält. Das heißt, ihr braucht eigentlich nicht extra was zu kleben. Ihr könnt die dann aber relativ einfach auch wieder ablösen, wenn ihr die nicht mehr haben wollt. Wenn es dann doch nicht hält, dann nehmt ihr halt das Patafix, und wenn doch, dann habt ihr Glück gehabt und spart euch einen Arbeitsschritt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. So ist das jetzt hier drin, und das war's auch schon. Wir haben einen Lidschatten depottet. Ihr müsst halt aufpassen, es ist noch so ein bisschen heiß, dass ihr das jetzt auskühlen lasst. Ja, ich mache das Klett erstmal wieder aus, weil ich wollte euch ja jetzt nur diesen einen zeigen. Ich habe jetzt eigentlich keine Zeit zum Depotten. Aber so funktioniert es, und das Döschen könnt ihr jetzt zum Beispiel nutzen. Also ihr könnt da jetzt die Klebereste noch rausmachen und da zum Beispiel Pigmente reinpressen oder ja, Perlen aufbewahren, Nailart. Oh, da fällt mir gerade auf, das sind vielleicht die perfekten Aufbewahrungshüllen für die Nailart-Sachen aus der Vintage District LE von Essence. Ich habe jetzt hier so ein paar rumschwirren. Super, also ich hebe die immer auf. Ich kann die nicht wegschmeißen, weil ich mir immer denke, zu irgendwas sind die schon nochmal gut. Seht ihr, jetzt habe ich einen Zweck gefunden, da freue ich mich jetzt gerade ganz sehr. Ja, und das war jetzt mein kleines Video über meine Paletten und nochmal eine kleine Depotting-Anleitung. Wie gesagt, Nagelwochen, Nailart-Auflösung kommt dann hoffentlich morgen. Vielleicht, ich nagel mich aber nicht drauf fest, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin Studentin, es ist nicht mein Hauptberuf, es ist ein Hobby. Aber ich versuche es natürlich zeitnah hinzubekommen, und es waren ja auch viele Videos letzte Woche. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Also dann, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und konnte euch ein paar Fragen beantworten. Und ja, wenn ihr die Potting-Tipps habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben für alle anderen. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für das tolle Feedback in der letzten Woche. Und ja, passt auf euch auf und macht euch eine gute Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.